Paris, die Stadt der Liebe. Die französische Hauptstadt gehört zu den bedeutendsten Großstädten Europas und zählt zu den führenden Zentren für Kunst, Mode, Gastronomie und Kultur weltweit. Das Stadtbild ist geprägt von einer einzigartigen Architektur aus dem 19. Jahrhundert und Wahrzeichen wie dem Pariser Eiffelturm oder der Notre Dame, einer gotischen Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert. Doch wenn man genau hinsieht, verbirgt sich etwas unter den belebten Straßen der Großstadtmetropole. Ein schätzungsweise 300 Kilometer langes Tunnelsystem mit einer unfassbaren Geschichte. Über fast 2000 Jahre lieferte der Untergrund von Paris die Materialien und Gesteine, die für den Bau einer solchen Großstadt vonnöten waren. Doch am Ende des 18. Jahrhunderts kam es zum Ausbruch der Pest und Hungernot. Unzählige Menschen mussten mit schrecklichen Qualen sterben. Doch die Friedhöfe waren längst überfüllt. Und so entschied man sich, Millionen von verwesten Gebeinen auszubuddeln und diese in die ehemaligen Schächte des Steinbruchs zu schmeißen. Und so stapelten sich in dieser Zeit die Gebeine unorganisiert in Gängen von über Hunderten von Metern. Wir sprechen hier gerade von schätzungsweise 6 bis 8 Millionen Toten, die da unten liegen. Das sind einfach mal 4 Millionen mehr als die aktuelle Einwohnerzahl von Paris. Und so steht nicht umsonst über dem Eingang des offiziellen Bereichs der Katakomben Schranke zur Hölle. Denn das, was uns da unten erwartet, habt ihr auf YouTube noch nicht gesehen. Konfrontiert mit unzähligen Gefahren begeben wir uns in den inoffiziellen Bereich der Katakomben. Jährlich verirren sich dort unten unzählige Menschen, mal ganz abgesehen von den illegalen Geschäften und Sekten, die sich dort unten aufhalten sollen. Man weiß eben nie, wen man dort unten antreffen wird und ob diese Person gute oder schlechte Absichten hat. Und auch Zuschauer unter euch, die nichts mit Paranormalen oder Geistern anfangen können, werden mit Sicherheit in dieser Reihe von dem ein oder anderen Phänomen überrascht. Und so begeben wir uns in die französische Hauptstadt, um den unzähligen, gruseligen Geschichten der Pariser Katakomben auf den Grund zu gehen. Bei Nacht! Wir sind in dem illegalen Teil der Katakomben unterwegs. Das ist das krasseste Abenteuer, auf dem wir je waren. Paris, 16. September 2022, 20.15 Uhr. Zu fünft sind wir auf der Suche nach einem großen Park in der Innenstadt, wo sich stillgelegte Bahnschienen befinden sollen. Darüber soll man dann zu einem der Zugänge zu den Katakomben gelangen. Es ist so auffällig, wie wir herumrennen, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen halt quasi durch die Stadt, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Wir laufen quasi schon darüber, wo wir gleich langlaufen werden. Wir rennen jetzt gleich irgendwo runter müssen. Alter, scheiße. Planänderung. Der Park hat Nachtwächter, die auf Leute wie uns vorbereitet sind. Wir müssen also schauen, dass wir den nächstgelegenen oberirdischen Eingang der verlassenen Metro finden, die einmal komplett unter Paris entlangläuft. Ey, es ist wirklich mittlerweile ein richtiges Abenteuer. Ihr seht, wir haben uns jetzt E-Scooter geholt, weil wir festgestellt haben, dass an der Seite, wo der Bahntunnel hinführt, alles zu ist. Das heißt, wir müssen jetzt zu der komplett anderen Seite, was übertrieben weit weg ist, wo eben die andere Seite vom Bahntunnel ist, ne? Und deswegen die einfache Variante, einfach mit E-Scootern. Let's go! Quer durch Paris haben wir uns auf die Suche gemacht nach dem letzten möglichen Zugang zum alten Bahntunnel. Ich muss zugeben, zu dem Zeitpunkt hatten wir die Hoffnung schon fast aufgegeben. Aber einen letzten Versuch war es definitiv wert. Dann straight durch. Und dann müssten wir gleich da sein. 10 Minuten, sagt so. Das ist grün. Schau mal. Das sieht richtig aus. Wir haben's. Hier ist es. Wir kommen rein. Nach stundenlanger Suche war es soweit. Neben einer stark befahrenen Straße sollten wir auf die alten Gleise kommen. Es musste also schnell gehen. Jetzt wird's ernst. Wir haben sogar einen noch besseren Eingang gefunden. Also noch besser als der Zaun. Ich würde sagen, schnelle Nummer, oder?
Jetzt kannst du mir die Kamera geben. Bergmann kommt auch. Schnelle Nummer, komm. Taco, wir gehen schon mal ein Stück runter, dass wir nicht im Weg stehen. Ey, Alter, wir haben's. Komm. Geil. Und hier geht es jetzt rechts in diesen Bahntunnel rein. Wir kommen hier nicht weiter. Hier ist abgesperrt. Können wir nicht lang. Ist illegal. Scheiße. Gar nichts für uns. Gar nichts. Mach jetzt kaputt. Der Eckbert, ey. Und? Gut geschafft, gut rübergekommen. Ja, easy. Schön. Selbst mit deiner Größe, das geht, ne? Das geht, boah, ich habe fast meine Eier aufgespießt, muss ich sagen. Boah, scheiße, ey. Krass. Also den Weg müssen wir jetzt erstmal ziemlich weit lang laufen, weil ich werde nicht zu viel leuchten. Ich würde sagen, meine lieben Freunde, an dieser Stelle ist ein guter Zeitpunkt, um euch mal richtig zu begrüßen. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einem ultra kranken Video. Wahrscheinlich eines der kranksten Mysteries, die wir je produziert haben. Jetzt gerade laufen wir alte Bahnschienen entlang. Links und rechts von uns ist überall quasi die Stadt von Paris. Also es ist sehr, sehr risky. Scott, ich bin der Navigator heute Abend. Gib mir nochmal die Faust, Junge. Das ist so geil, Junge. An dieser Stelle auf jeden Fall, wenn euch solche Riesenprojekte gefallen und ihr wollt, dass wir sowas öfter starten, lasst gerne eine Bewertung da, einen Daumen nach oben. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Video teilen würdet. Vielen Dank dafür. Aber jetzt geht's los mit der Action. Guck mal da oben, Alter. Das ist wirklich die Innenstadt von Paris da oben. Jetzt müssen wir hier über irgendeinen Zaun drüber. Alten Bahntunnel. Über uns fährt gerade die Bahn, über die Brücke. Es riecht übelst nach Urin hier alles. Etwa eine halbe Stunde mussten wir den alten Bahnschienen in die Dunkelheit folgen. Mittlerweile war nichts mehr von der Großstadtmetropole zu sehen oder zu hören. Alles, was hier in Paris passiert, bleibt in Paris. Und auf YouTube jetzt dann vor 1000 Leuten. Dieser Tunnel geht gefühlt in die Hölle, so Ewigkeiten lang. Wir laufen gerade auch komplett diesen Weg entlang, wo wir vorhin entlang gelaufen sind, also unter dem Park quasi, laufen wir jetzt gerade lang. Ne? Also das Licht, was wir gerade gesehen haben, war tatsächlich ein Obdachloser, der sich da eingenistet hat. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir da unten auch einige Sachen sehen werden, die wir nicht so schnell vergessen werden, die auch, ja, ehrlicherweise nicht so schön sind, ne? Ganz klar. Hier ist das Tor zur Hölle. Jetzt geht's los, jetzt wird's richtig ernst. Es ist echt super eng hier. Mein Oberkörper passt hier maximal zweimal rein. Das war's. Scheiße, ey. So ein Mist, ey. Das wird gut, ey. Das wird gut. Hey, Taco ist der Nächste. Drei Leute sind schon unten. Das Beste kommt zum Schluss, ne? Richtig. Da unten sind auch die Besten. Einfach. Okay, also anscheinend soll der Wasserstand da sehr hoch sein. Fuck. Ist der Wasser schon hoch? Da geht's nicht viel weiter. Da wird's noch mal ein bisschen eng. Jetzt geht's los, Leute. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Ja, ich auch. Das ist wirklich das Tor zur Unterwelt. Viel Spaß mit dem Video. Ach du Scheiße. Shit, ey. Oh mein Gott, wir sind drin. Fuck. Komm. Geil. Go, go. Alter, also hier ist direkt schon mal eine Abzweigung, wo es in alle Richtungen geht. Meine Scheiße. Erster Gang komplett, muss man nur kriechen. Oh mein Gott. Männers, wir sind drin. Aber wir sind drin. Leute, wir sind in den illegalen Teil der Katakomben unterwegs. Alter, Daumen hoch, aber da lassen, definitiv. Ey. Ja, boah, wir nicht wissen, was wir hinter uns haben. Wir sind jetzt so. Also wir sind wirklich, ey, wir sind heute Morgen um 10.30 Uhr losgefahren. Geil. So geil. Ohne Scheiß, ne? Das macht nicht jeder. Also, geil. Das macht echt nicht jeder. Das wird schon feucht, ne? Ja, einfach ruhig da. Die Spagat-Taktik. Ja, aber hier geht's nicht mehr. Nochmal ein Fleischsäcke um die Füße kleben. Die frage ich mich auch. Ja, würde ich sagen, oder? Leuchte einmal unter deine Beine her, damit man es ein bisschen sehen kann. So, mal gucken, ob das für den Weg
wenigstens ein bisschen was bringt. Richtig Panne, ne? Ich glaube, das wird echt nicht egal. Egal. Aber ey, wenn es dumm aussieht, aber funktioniert, dann ist es nicht dumm. Wenn es dumm aussieht, aber funktioniert, dann ist es nicht dumm. Bergmann 2022. Entschuldigung, Eckbert. Danke. So, weiter geht's. Boah, wie das hier schon halt, ne? Hört ihr das? Ja, ich weiß. Hallo? Ich stell mal vor, wir finden die jetzt nicht mehr wieder, die sind schon weg. Ja, die sind auch Robin und Stefan sind einfach schon weg. Okay, testen wir das Ganze mal hier. Los geht's. Ehrlich jetzt? Oh mein Gott, es geht schon los, ey, und es werden noch Stellen kommen. Aber dann ist das so, scheiß drauf, dann ist es so. Also ihr werdet auch sehen, in dem Anfangsbereich ist halt noch extrem viel Graffiti und so. Und umso tiefer man geht, umso weniger Graffiti findet man. Das heißt, umso tiefer wir gehen, umso gefährlicher wird es eben auch. Euer Polizist, habt ihr euch angemessen eingekleidet? Scheiße, ey. Ja, wir waren schon mal am Thron, ist geil da. Gleich gerade am Rückweg. Oh mein Gott, ey. Da hinten geht es jetzt auch komplett entlang. Also jetzt fängt jetzt schon an, dass es irgendwelche Abzweigungen gibt. Ne? Ich versuche mir halt genau diese Stellen einzuprägen, ne? An solchen Zeichen zum Beispiel. Was wir das finden müssen. Dass wir uns dann nicht verlaufen. Ich muss schon sagen, jetzt laufe ich gerade hinten. Das ist schon ein komisches Gefühl und ihr seht, hier sind dann einfach mal so Gänge, die so abgehen, ne? Immer wieder. Und ich glaube, ich habe gerade eine Ratte gesehen. Hier ist ein Straßenname, oder was? Nee, das ist eine Jahreszahl. 1863. Vielleicht eine Art von Gedenkstätte, Grabstein oder so? Da steht 70.01. Vielleicht doch nicht. Ja, okay, kein Datum auf jeden Fall. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das hier zu bedeuten hat. Wie hieß die Straße nochmal? Jura? Irgendwas am Ende? Ja. Ja, okay, so war richtig. So war ein Journal. Bergland, ey. So sieht's aus, ne? Richtiger Abenteurer. Jetzt für meine Schuhe Fakener. Oder? Deine auch? Ja. Na, wie es hier einfach überall so Wege abgehen, die wahrscheinlich nochmal unendlich lang in diese Tiefe gehen. Ne? Das ist kaum vorzustellen. Man muss nur einen Moment stehen bleiben. Alter, da hinten. Das wäre Licht, aber kommt dann nur so vor. Okay, jetzt gehe ich aber schnell hinterher. Oh, krass. Ja, Freunde, hier ist Pumpe, ne? Ja. Alte Wasserpumpe, die kennen wir doch irgendwoher. Ja, haben wir schon im Video gesehen, ne Taco? Ja. Ich frage mich auch wirklich, ob wir heute schon Knochen sehen werden. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen irgendwie, oder? Dass wir da gleich irgendwelche Knochen sehen. So surreal einfach. Total surreal. Und ich weiß halt auch nicht, ob wir es überhaupt sehen werden, ne? Ich weiß nicht, wie tief man dafür gehen muss. Ich weiß es nicht. Da hinten ist auf jeden Fall Licht. Wie ihr sehen könnt, ganz in der Ferne sieht man es. Also das sind auf jeden Fall andere Leute. Ich kann halt auch theoretisch hinter jeder Ecke jemand warten. Es gibt so viele dokumentierte Fälle über Überfälle und so weiter. Bergmann, du hast mir auch erst letztens auf diesem Gas erzählt, ne? Genau, also ich habe ein Video gesehen. Das war auch so eine Gruppe von 5, glaube ich. Und die sind dann zwei zwielichtigen Personen begegnet. Und die haben einfach irgendwie so ein Gas rumgesprüht. Und dann haben die halt gefragt, jo, seid ihr auch Urbexer und so? Ja. Und die waren so, ja, die haben so komische Antworten gesehen. Die haben gegeben, die haben nicht direkt geantwortet und so. Und das roch dann halt so nach Gas einfach. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, wollten die irgendwie vergasen oder weiß ich nicht, um die bewusst zu machen, ne? Um dann auszurauben. Genau, das habe ich halt gedacht. Krank, ey. Ja, wie gesagt, da hinten kommt Licht, siehst du das? Ich weiß nicht, ne? Wir wissen halt jetzt nicht, wer da auf uns zukommt. Man läuft einfach so einen ewig langen Gang entlang und weiß nicht, was einen oder wer einen da gleich erwartet. Deswegen biegen wir jetzt auch ab. Hier lang? 30 Meter. Ich weiß nicht, abreißen. Ja, wenn eine Sprosse hier nachgeht, dann war es das. Und das wäre ein anderer Exit, oder was? Das wäre ein Notfall-Exit. Ja. Kannst du dir das vorstellen, ey? Leute, da sieht man einen guten Zweck fürs Wolfgangsmesser. Man kann es immer an jeder Stelle gebrauchen. Ich habe nur Angst, dass ich mir durch die Hose schneide. Hier ist ein Big Friend. Ah, okay. Ich will spannend, Lieschen. Вот они, походу, собираются выходить. О! Вы софты? Да. Понял. Ну что, это софты все, ну да. Алло! Что все на эти уроки, пошло. Bisschen komisch, aber man weiß nicht, auf wen man hier trifft. Die dachten vielleicht, wir wollen da raus. Und die haben sich gefragt, was sie mit den Säcken machen. Ja, ja, jetzt wird richtig nass. Ja, scheiß drauf. Wir kommen da nicht drum rum. Einfach durch. Guckt euch das an. Oh, es läuft alles voll. Oh, Moment.
Scheiße, Leute, das ist so ein komisches Gefühl. Alter, das ist oh mein Gott. Ey, aber es ist voll erfrischend, oder? Ja, aber wir haben das. Das ist ein Ich glaube, das ist das krasseste Abenteuer, auf dem wir je waren. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir hier gerade durchlaufen, wo schätzungsweise 6 Millionen Tote liegen. Und wir haben gerade mal angefangen, Freunde. Ja, Robin, ey. So geil, ne? Guck mal, wie das aussieht. Und hier sind immer wieder diese... Ich weiß nicht, ob das Jahreszahlen sind, in die Wand geritzt oder vielleicht auch Koordinaten oder sonst irgendwas, womit die sich hier orientiert haben. Schwer zu beurteilen, aber wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Okay, es geht immer tiefer. Ich bin der Kleinste, ich gehe nicht vor. Ich war gerade schon einmal fast bis zum Knie drin, ne? Boah. Scheiße, ey. Ich fühle mich. Ist das geil. Scheiße. Crazy, einfach crazy. Geht auch immer tiefer von der Decke. Vielleicht seht ihr, Berghand kann noch gerade stehen, aber wir müssen uns alle bücken, ja? Mega. Der Eckbert, Alter, der Eckbert. Eieiei, der Smiley. Wir haben gleichen Wasser in den Schuhen. Oh Gott. Jetzt mal alle gleich. Ich finde, manchmal hat das so eine Illusion, als wenn irgendwo da hinten Licht ist. Das sind dann aber meistens irgendwelche Steine, die so in der Ferne reflektieren. Ich glaube, hier müssen wir lang, oder? Meinst du? Kann das sein? Das war doch so eine scharfe Kurve. Ja, die geht ein bisschen wieder in die Richtung. Sicherheitshalber. Die Straße hat irgendeinen Namen mit Pierre. Wo steht das dann? Hier sind halt überall Pfeile und weiß ich nicht, super kompliziert. Hier ist ein Schild gewesen, aber das ist schon komplett durch. Scheiße. Wir gehen weiter. Okay, wir vertrauen Robin. Wir sind jetzt mittlerweile schon schätzungsweise 15, 20 Minuten hier drin. Es gehen die ganze Zeit Gänge irgendwo ab, ey. Ich sag euch, Leute, ich habe einen sehr guten Orientierungssinn, aber ich sag euch ehrlich, auch für mich wird es hier drin echt schwierig. Und es verlaufen sich jedes Jahr zig Leute hier drin. Das ist mal eine geile Tour, oder? Ja, ja. Wir machen so einen Scheiß jetzt jedes Jahr einmal. Ey, Leute, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, teilt dieses Video. Ey, wenn das so krass ankommt, wie ich es natürlich hoffe, ey, dann kann man wirklich sowas öfter mal im Jahr starten. Ne? Es ist halt auch, muss ich auch ehrlich sagen, so, und es ist erstens mit extremen Kosten und natürlich einer extrem hohen Gefahr verbunden. Aber was macht man nicht alles für YouTube? So, alles klar, wir gehen hier lang. Hier lang? Ja. Safe. Nein. Und jetzt schon, nach 15 Minuten. Dabei. Komm, rein da. Aber jetzt kann ich mir sicher sein, dass es kein Prank ist. Weil, ich habe es bestimmt im Ankündigungsvideo gesehen, Tim Hamel wollte eigentlich auch mitkommen, konnte leider nicht, weil seine Bremsen spontan kaputt gegangen sind und deswegen sein Auto in der Reparatur ist. So weit, wie wir hier reingehen, bin ich mir sicher, dass ich heute nicht geprankt werde. Oder vielleicht auch nicht. Ich sag euch ehrlich, ich krieg wirklich ein komisches Gefühl vorzulaufen. Weil wir jetzt auch schon so mittlerweile so ein bisschen tiefer sind. Ey. Hier fließt förmlich das Wasser. Guckt euch das mal an. Alter. Das fließt hier richtig runter. Ja, ich weiß, war vorher auch. Nein. Schmutzwasser. Definitiv Schmutzwasser. Also, gesoffen wieder. Der liegt morgen mit Magen-Darm, kann er die Tour nicht weitermachen. Berghand. Ja. Was ist denn das? Oh, da tust du aber den Zuschauerinnen hier einen Gefallen, ne? Mal andere Perspektive bisschen. Oh Mann. Guck mal, wie weit weg die schon sind. Alter, hier ist ein richtiger Fluss, guckt euch das mal an. Seht ihr das? Hier fließt das Wasser richtig. Okay, also wir sind mittlerweile wieder in den tieferen Bereich. Scheiße. Es hört nicht auf, es geht hier in alle Richtungen. In alle Richtungen, die ganze Zeit. Geisteskrank. Scheiße. Mittlerweile laufen wir gebückt. Das Wasser steht uns bis über die Knie. Aber das ist echt nicht lustig. Fuck, ey. Ja, es wird richtig knapp. Alter, das macht so Spaß. Ja. Berghahn, brauchst du den Seepferdchen oder was? Ich hab Seepferdchen, ja. Ja. Ich kann schwimmen. Du kannst schwimmen? Genau. Oh mein Gott. Alter. Hey, es wird immer gruseliger, ich sag's euch. Es wird immer gruseliger. Wir gehen jetzt immer weiter geradeaus, bis irgendwann mal eine Abzweigung kommt, die quasi wieder schräg zurückgeht auf der rechten Seite. Passt auf, wo ihr hintretet, hier sind manchmal Löcher im Boden. Hier war auch mal so ein altes Schild oder so da unten. Ist leider auch nicht mehr viel von zu erkennen. Oh mein Gott, ey. Und hier auch nochmal eine Zahl, wo schwer zuzuordnen ist. Was? Ah, das werden wahrscheinlich die Straßennamen sein. Oh Gott, ich hab die verloren, oder? Schnell weiter. Man muss echt aufpassen, wo man hier was filmt, ne?
Hört mal die Schuhe, Leute. Die sind komplett durch. 4 Meter aufrecht gehen. Und dann wieder bücken. Runter. Fuck, ey. Ja, ihr. Berghand, ich glaube, das ist richtig Karma, weil wir dich immer wegen der Größe wurmen. Ja, ehrlich. Boah, ich bin gerade so happy, ne? Guck mal, der kann fast aufrecht laufen. Ich dachte, wir müssen rechts rein. Warte mal, hat einer von euch eine E-Shisha? Nee. Warum riecht sie dann so nochmal? Ich hab vorhin schon gerochen. Wir sind mittlerweile auch schon eine gute Dreiviertelstunde hier drin, ne? Ja. Der Gedanken, den ich nicht loswerde, ist, stell dich jetzt echt mal vor, uns gehen die Taschenlampen oder so aus und man ist hier unten, hat kein Licht mehr. Man ist aufgeschmissen, komplett. Komplett. Meine Hose, die dampft förmlich. Krank. Ja. Hier läuft ziemlich laut Techno und Mucke irgendwo. Ich hoffe, es kommt von oben und nicht von hier drin. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Ich glaube, wir lauter. Kriegen Besuch, Leute. Kamera ist aus. Kamera erstmal weg. Nee, nee. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, sag ich dir ehrlich. Man weiß nie, wer da kommt. Stimmt? Ja, ich wollte mir auch keine 3.000 Euro Kamera ziehen lassen. Nach etwa einer Stunde unter der Erde war es an der Zeit, die erste Pause einzulegen. Hier will man nicht dehydrieren. Und was darf unter Tage, gerade in den Pariser Kommen, überhaupt nicht fehlen? Katakomben. Das ist ein Liter Milch. Nein. Du brauchst ein Liter Milch mit. Man muss immer ein Liter Milch. Das ist ein Eiweißshake. Nein, oder? Und Taco macht hier schon den Übungen. Nee, ich versuche das Wasser aus meinen Schuhen rauslaufen. Guck mal, das raus. Nein. Nee, danke, einer muss nicht sein. Einer Schluck Milch! Die Musik wird wieder lauter, weil wir näher zu den Leuten kommen. Ich weiß nicht, ob da hinten vielleicht ein größerer Raum ist, wo die eine Party feiern oder so. Oder ob die sich einfach nur damit ankündigen wollen. Aber wir folgen jetzt einfach mal den Tönen. Ja, Berghand kann noch halbwegs gerade stehen, ey. Da halt's Maul, ey. Guck mal, und Stefan, der krabbelt da durch, ey. Geil. Alter, was erwartet uns hier? Weiter? Boah. Alter. Das ist so scheiße, ne? Der Meinecke sagt doch immer, Leben in der Lage, ne? Stefan und ich sagen immer, Leben in der Lage. Das ist wie so eine Parallelwelt hier unten, ne? Einfach mal Paris auf dem Kopf quasi, wirklich. Ja. Erinnert mich mega an den Film, die Katakomben. As above, so below, ne? Yes. Scheiße. Stefan, kommst du klar? Oh, ich roll das hier wie so ein Mistkäfer vor mir. Alter. Ist das eine Scheiße hier, ey. Ja. Hier müsste irgendwo eine Nier La Plage sein, das ist der erste Raum. Der erste Raum? Der erste Raum La Plage. Der erste von? Millionen? Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, wie viele Räume es insgesamt gibt. Ich muss auf Knien durch, das ist echt unschön. Okay, wir müssen weiter. Boah, guck mal hier, die macht die an. Ja. Das sieht geil aus. Auf jeden. Das ist eine Deckenplatte hier, Leute. Mhm. Nicht ungefährlich, aber die ist schon länger ausgebrochen. Alter. Ich hab grad kurz einen Schock bekommen. Ja, das ist, glaube ich, der Raum, ne? Oh mein Gott. Ja, hier, ich weiß nicht, es kommt auch irgendwo Musik hierher. Ich habe ein bisschen Angst. Oh mein Gott. Alter, es ist wie in einem Horrorfilm. Wenn es so etwas wie eine Unterwelt gibt, dann waren wir jetzt da. Hier unten gibt es kein Gesetz oder geschweige denn Handyverbindung. Und so faszinierend das alles war, so unheimlich war es auch. Hier ist ein Puppenbein auf dem Boden. Ich weiß nicht, was hier schon veranstaltet wurde, ey. Da wurde hier mit dem Gas rumgespült haben. Ich glaube, das war sogar hier. Echt? Mhm. Sehr beruhigend. Ey, es ist wirklich geisteskrank, ne? Guck mal, hier geht's auch immer noch mal so rein. Oh mein Gott, es hört gar nicht auf. Es hört wirklich nicht auf, Leute. Wir sind immerhin unter einer Großmetropole. Aber trotzdem ist hier immer noch Leben hier unten. Ja. Weil wir haben nämlich gar keinen Plan, was wir hier tun. Und wir wissen gar nicht, wohin wir laufen. Aber wir kommen das schon wieder raus. Vielleicht. Hoffe ich.
Man macht eine Kette. Nein, ich rieche es auch schon. Riecht auch modrig hier. Ja, ja, ich glaube, es fängt langsam an. Wir kommen immer mehr in den kritischen Bereich. Also, es ist das erste Mal, dass wir von der Route abkommen müssen. Scheiße. So langsam geht die Planlosigkeit voran. Warte mal, pst. Die Psychospielchen beginnen. Taco, es geht los. Was denn? Knochen. Hier geht's ins Reich der Toten.